willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Nordfriesischen Marsch. Wir setzen unsere Arbeit fort, alles für die Kühe. Das heißt, die Silageballen an hochbringen, den einen Strohballen, die weiter düngen auf Feld 1. Und dann haben wir gleich im Anschluss Heu auf Schlacht bringen und das ebenfalls zum Hof bringen. Wir werden Heu erstmal lose sammeln und entsprechend in den Stall einbringen als Futter. Und einen Teil werden wir auch als Heuballen lagern. Jetzt haben wir schon mal 9 Silageballen. Mal irgendwo zwischenlagern. Beim Stall am besten. Wir werden noch eine Lagerhalle bauen. Irgendwie. Ansonsten werden wir hier mal lagern. Fahren wir hier rechts rein. Sicher an. Eins erledigt. Stellen wir hier mal ab. Werden wir gleich. Ich habe den vergessen. Nein. Das war nix. Probieren wir hier. Vorne geht nicht mit. Tja. Vorwärts. Hup. Geht. Geht. Mal weg. Wir wollten noch ein bisschen Heu nacharbeiten. Und dann gleich warten und dann auch Heu zum Stall bringen. Das letzte Aufnahme von der Aufnahmesession. Die Reihe. Die Samstag. Die Folge um 13 Uhr nach meiner Rechnung. Dann nehmen wir neu auf. Beginne ich mit Samstag Folgen wieder aufzunehmen. Anders geht's nicht. Ich kann eine Woche nicht aufnehmen. Das wird zu stressig. Das Hochland dauert immer so lange. Das nimmt schon so viel Zeit in Anspruch. So. Ist hier erstmal ein kleiner Eckel da vorne noch.
täuschen. Da war nichts mehr. Aber irgendwo war noch was. Ach, da. Sind die ganz verschissen? Wenn man das Stück nicht aufnimmt, heißt es nicht erst Grasballen. Na gut. Grasballen werden wir auch los. So ist das nicht. So. X. So, probieren wir mal mit Felderkennung. Wie das klappt. Noch nicht gemacht. Cosplay. Um den Rand herum so drumherum fahren, wo er arbeiten soll. So. Mein Gesicht genau da wird. Muss ich kurz mal ändern. So. Hat sich für mich nicht verschoben. Ganz sicher, wie das funktioniert. Feldrandkurs. Probieren geht über Studieren. Muss ja nicht so genau sein. Hauptsache macht die meiste Arbeit. Und fährt nicht in Bäume. Ups. Der andere ist fertig. Mit dem Dünger. Jo. Irgendwie habe ich das nicht ganz in den Griff bekommen. Das heißt für mich, also ist egal, können wir nicht machen. Lass ich mal die Runde fahren. Das war ein anderer Fahrmodus. So. Das war der andere Stelle zum Hof zurück. Können wir zum Hof fahren?
vermutlich den Sammelwagen und bringen Heu in den Stall. Auch der mit der gleich Heu für die Kühe, würden sie freuen. Grüner Staub. Machen wir einen Ladewagen voll, mal sehen wie viele. Schönen Schwatt. Das gibt schön viel Heu. Oh, das werden Ballen geworden für die Silage. Das werden bestimmt 150.000. Bin ja gespannt, wann ich die erste Mäh verkaufe. Das bringt viel Heu. Mal so sagen, wie das ist. Super. Das einzige Blöde ist, man muss ja da alles mit Cosplay machen müssen. Mal liegen lassen kann. Das heißt, teilweise Gras, teilweise Heu. Schreibt man das Ganze, dann macht er Probleme. Na, das klappt. Ja schon. So, Heu noch hin und dann mal sehen, wie viel das mal bringt. Ein paar Heuballen als Futterreserve. So, in Ansicht, dass wir da nicht. Hey, hallo Mu! Halt mal die Mu. Ups. Ja, ist Wahnsinn. Wird hier auch gleich höher geben, Prozente. Ja, kann man auch noch Führer holen. Bin
bin nur gespannt, wie lange es reichen wird. 3 Tage. Das ist normalerweise unrealistisch, aber Kühe müssen normalerweise am Tag Zammer gefüttert werden. Einmal sehr früh und einmal nachmittags. Ist im Grunde egal, ob sie nun Heu bekommen oder Silage, doch das ist ja völlig wurscht. Mein Wissen. Heu ist eigentlich immer gut. Zergrundet, trockenes Gras ist im Grunde konserviert, kann man sagen. Normalerweise im Winter. Wenn man kein Gras hat. So, noch eine Ladung Heu. Ey, für 16 Kühe so viel Heu. Da wollen wir noch Wiesen zukaufen. Aber das ist viel Heu geworden. Wenn das also richtig in dritten Stufe gewesen wäre, das hätte was gebracht. Gut, ich wollte nicht warten, die Tiere nicht hungern lassen. Da liegt ein bisschen Gras, wollen wir nicht haben. Unser fleißige Spanner. Da hinten ist er. So. So, jetzt kriegen die Kühe noch Heu und dann haben wir wieder voll geschafft. Das ist der Wahnsinn. Mal Gas geben. Und nicht die Zeit zu viel überziehen. Also ich sag schon mal Winke Winke und goodbye. Ich würde mich über ein Like freuen, auch gerne über ein Abo. Anregungen, Kritik ist auch erwünscht. Was kann ich besser machen, was soll ich nicht machen? Was wären die Wünsche für die nächsten Aufgaben? Was ich in Angriff nehmen könnte? Ranzoomen. Jetzt gibt Futter. Schauen wir mal, was die jetzt schon gebracht hat. 30%. Nicht mehr. Na, Stroh fehlt noch. Aber Heu ist auch gut erfüllt. Aber ich kann hier erkennen, wie lange es dauert, wie lange es vorhat. Wie es reicht. Dann sage ich jetzt mal nochmal Tschüss. Anregung denn ab Sonntag. Eine Woche. Ciao, ciao.